Im März 2022 hat der Vorstand der Bundespressekonferenz den Ausschluss des freien und unabhängigen und vor allem unbequemen Journalisten Boris Reitschuster verfügt. Wir sind heute hier vor dem Bundespressekonferenzgebäude im Namen von über 162.000 aktiven Bürgern, die die Petition bei Citizen Go zur Verteidigung der Pressefreiheit im Land unterzeichnet haben und drängen die Verantwortlichen der Bundespressekonferenz, Boris Reitschuster wieder aufzunehmen. Denn die Bundespressekonferenz braucht kritische und unbequeme Fragesteller in ihren Reihen. Sie braucht Boris Reitschuster gerade, weil seine Fragen immer wieder Regierungsmitglieder und politische Verantwortliche herausfordern. Aber ein ungetrübtes, gutes Verhältnis der Pressekonferenz zur Regierung scheint den Führungskräften der Bundespressekonferenz wichtiger zu sein als der Wille von mehr als 162.000 Bürgern, welche die Rückkehr Boris Reitschusters einfordern. Pressefreiheit ist das Gegenmittel gegen einen totalitären Wahnsinn, gegen den Wahnsinn, die Gedankenhoheit der Menschen zu erlangen, sagte kürzlich Bundespräsident Walter Steinmeier gegenüber dem ZDF-Intendanten. Wehren wir den Anfängen. Boris Reitschuster ist das Gegenmittel gegen Tendenzen aufkeimenden totalitären Wahnsinns. Deshalb muss er zurück in die Bundespressekonferenz. Wenn Sie es noch nicht getan haben, unterschreiben Sie noch heute die Petition und helfen Sie uns, den unbequemen Fragesteller Boris Reitschuster zurück in die Bundespressekonferenz zu bringen und die Pressefreiheit zu stärken.